Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und die Gute geht gerade zum Briefkasten und ja, sonst haben wir ja nichts verpasst, weil die Kinder sind ja im letzten Part schon los zur Schule und sonst, ja, ist halt nichts passiert dementsprechend. Oh, diesmal sind es nicht so viele Geschenke leider. Das ist ein bisschen traurig, aber manchmal muss man halt einfach damit klarkommen, ja? So, und sie wird jetzt mit irgendwem spielen, dann kann sie also das Sozialbedürfnis oder Spaßbedürfnis hochballern. Ist vielleicht einfach besser als nur eins. Ich bin übrigens in meiner Kuschel-Schlaf-Zeugs-Kleidung. Bitte wundert euch nicht. Normalerweise nehme ich so nicht auf, aber ich komme gerade vom Baden, wie man an meinen Haaren sieht, und ich möchte mich einkuscheln. Es ist gar nicht mehr so kalt. Also es geht, aber es ist bequem. So, und sie setzt sich jetzt weiter ans Videospiel ran, weil sie will die ganze Zeit trauern im Grabstein. Aber das funktioniert hier so nicht, ja? Nicht mit mir. Okay, es gibt auf jeden Fall Schulprojekte und gute Noten. Zweierschüler, Einserschüler, 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 Zweier. Ist ja was mitgehen lassen, jawollo. Also es gibt ein paar Einserschüler und das ist sehr, sehr cool. Das heißt, es ziehen ein paar Kinder aus und wir können dann ein Kind zeugen. So, du bist Einser, deswegen kannst du erstmal die Kerzen auspusten gehen. Er stinkt ein bisschen, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, und dann gucken wir mal, was mit dir jetzt abgeht. Schaffst du es, die Kerze auszublasen, wie wär's? So schwer ist es jetzt auch nicht. So, und du bist kindisch. Na gut. Dann bitte Geburtstagskerzen. Dann du bist Einser-Schülerin, dann probier mal die Glasur. Schade, dass sie ausziehen muss, weil sie ist einfach wunderschön. Und mal was anderes so. Ah, naja. Dann bestimmt noch viele andere coole Sims hier kriegen. Warum schaffen wir es alle nicht, die Kerze zu blasen? Was ist mit euch? So. Jawollo! Und sie ist ein Bücherwurm. So, dann Geburtstagskerzen. Du bist auch Einser Schüler. Dann sich etwas wünschen. Dann gibt's auch ein Makeover. Jawollo! So, du bist nicht kokett. Du bist ein Nerdhirn. So, Geburtstagskerzen hinzufügen. Und der Rest ist alles Zweierschüler oder Dreier. Okay. Dann, so leid es mir tut, du kommst aus Familie entfernt. Und du wirst auch aus Familie entfernt. Und sie wird sich jetzt jemanden einladen aus ihrer Liste. Wen kennen wir denn so? Wir laden einfach mal Aditya ein und lernen ihn kennen und tun Dinge mit ihm. Wenn Aditya Bock hat, vorbeizukommen. Aber er will. Dann geht die Sozialbedürfnis auch endlich mal hoch. Vernünftig. Okay, das ist Aditya in seiner normalen Form. Okay. Dann küssen wir mal seine Hände. Wir fangen hart an hier. Er lässt es direkt machen. Er ist so, ja, okay. Mach halt. Ersten Kurs erleben. Wir sind schon soweit. Jawollo. Und natürlich klappt es, weil ich meine, wer würde unsere süße Melody nicht küssen wollen? Sie ist einfach beautiful. Und du gehst nicht zum Grabstein. Hör auf. So, aufreizend posieren. Ne, da kennen wir ja. Und ein Händchen halten. Im Strang Baby machen. Jawollo. Also ich finde die Animation ja schon interessant auf jeden Fall. Ich bin mir nur immer nicht sicher, ob es so gut ist, das in den Kinderspiel so zu verpacken. Aber ich akzeptiere es auf jeden Fall. Und wir müssen noch in den Creative Sim gehen. Das machen wir dann gleich, wenn wir herausgefunden haben, ob sie schwanger ist. Oder mach mal einen Schwangerschaftstest, bitte. Woo! Und? Sie so, ich bin bereit. Sie kann für zwei essen. Jawollo. Das ist doch, was ich sehen will. Dann können wir jetzt auch in den Creative Sim gehen, ohne problemlos. In der Stelle ein Sim ändern, weil das, was du trägst, ist nicht okay. Jetzt habe ich vergessen, den anderen die Schulprojekte aus dem Inventar zu nehmen. Bisschen doof, aber egal. Müssen wir jetzt halt so mit leben. Warum liegt da Geschirr? Was habt ihr gemacht in eurem Leben? Das ist so nicht okay. Aber naja, der Rest hat ja noch Schulprojekte.
Und die stellen wir da erstmal hin in Ruhe. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ja, bitte. Dann lerne ich neue Leute kennen. Perfekt. Als ob der PC kaputt ist. Stopp. Hallo, kannst du jetzt bitte Essen machen? Junge, ich sag dir das schon zum dritten Mal, dass sie jetzt Essen machen soll. Es ist einfach alles kaputt in diesem Haus. Der PC, das Klo, dann das Waschbecken. Schrecklich ist das. Colin ist da. Hi. What up in the club? Er denkt sich nur so, ich bin wütend, weil ich bin wütend gestorben. Junge, das sieht aber schon geil aus, wie das dann halt so flackert, you know? Ach, ist das dein Ernst? Jetzt macht er regelmäßig alles kaputt. Jawollo. Das ist doch, was wir wollen. David, mach eine Phase durch. Ja, okay. Yay, das erste Zusatzprojekt, Schulprojekt ist beendet worden. Tschüss. Komm, du schaffst das noch. Jawohl. Dann können wir das auch verkaufen. Stimmt, das hatte sie ja mitgehen lassen. Das verkaufen wir auch. So, dann gehst du auf jeden Fall schlafen. So, auf geht's zur Schule. Tschüss. Habt einen schönen Tag. Und es gibt mal wieder Post. Ja, gib jedem meine Nummer, bitte. Das sind doch schon mal viel mehr Geschenke wieder. Cool. Danach kann sie wieder ihr Videospiel programmieren. Damit das ja alles fertig wird, ne? Hast du Lust, mit mir am Raketenschiff auf der Geekon zu schrauben? Ehrlich gesagt, können wir ja auch mal was anderes machen. Ich meine, wir sehen immer nur dasselbe. Und ich meine, wenn wir jetzt so sind, ist das vielleicht ganz cool. Wir kommen raus aus unserem Leben. Ich glaube, das ist auch was Melody sich wünscht, so. Hallo. An der Rakete arbeiten. Okay, mache ich. Wir können ja zusammen dran arbeiten. Es gibt doch auch einen Programmierwettbewerb oder so, ne? Da können wir auch dran teilnehmen. So, das haben wir abgeschlossen. Deswegen höre ich jetzt auch an der Rakete zu arbeiten. Ich glaube, der Wettbewerb ist für uns wichtiger. Und ich glaube, man kann da Geld gewinnen und so. Und ich meine, sie ist im Programmieren Level 9, glaube ich. Ich sehe die Zahl von hier aus nicht, aber ich glaube, es ist eine 9. Und ich war Level 9 schon krass so. Fast Level 10 dann. Und naja. Ja. Da sollte sie auf jeden Fall gut dabei sein. 92% abgeschlossen. Also das ist schon gut, denke ich. Umgeht, das sind ja coole Farben davon. Gibt's die so zu kaufen? Hä? Warum weiß ich davon nichts? Die sehen wohl geil aus. Ultimativer Spieltest. Da machen wir auch mit. Für ein erfolgreiches Abschneiden müssen mindestens 70 Punkte erzielt werden. Gesamtpunkte 30. Warum bist du so schlecht darin? Der Programmiermarathon ist zu Ende. Der erste Preis geht der Melody Mondschein mit 92 von 100 Punkten. Erster Preis, immersiver Bandcomputer. Cool. Es gab gute Noten. Warte, wie gute Noten? Einserschüler, jawollo! Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Weil es wird ein Geburtstag gefeiert und das ist wichtiger. Meine Kamera hatte sich verabschiedet und ich weiß nicht für wie lange. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Aber ja, ich musste auch Licht anmachen, weil sonst ist die nicht wieder angegangen. Und ich so, alles klar. Aber wir feiern jetzt einfach dann den Geburtstag von dem Kind, das hier Geburtstag haben soll. Denn das müsste David sein. Yo, genau. Die anderen sind noch nicht so weit. So, und du hast es geschafft. Jawollo. So, und du bist ein Hundefreund. Du kannst auch Geburtstagskerzen hinzufügen, mein Lieber. Und die stecken wir dann wieder in den Kühlschrank. Und dann können wir von dir Abschied nehmen. Tschüss. Jetzt sind wir wieder ein recht kleiner Haushalt. So, wir haben 4 Teller bekommen. Und der PC ist ja krasser als der hier, glaube ich. 8 und 7. Und der ist 8 und 8. Immerhin, ja. Und dann nehmen wir den einfach. Lass einen 10 in höchsten Level in der Programmierfähigkeit erreichen. Melody kann jetzt Supercomputer hacken? Was zur Hölle soll mir das sagen? Aber ich akzeptiere es. Cool, wir haben hier ein Poster und eine Schneekugel gefunden. In der Nähe von unserem Haus. Können wir auf jeden Fall hier hinstellen. Das Poster ist jetzt eigentlich eher nicht so mein Fall. Das verkaufen wir. Hallo, geh zur Schule, du... Geh zur Schule! Hallo! Willst du mich gerade verarschen? Reset Sim. Und dann gehst du jetzt zur Schule, verdammt. Weil er wird Einserschüler, seht ihr das? Hallo! Geh zur Schule, verdammt! Was willst du denn von mir? Geh zur Schule! Ach ja, alles klar. Ich kaufe ihm Medizin, weil er eben hier diese Scheiße hatte, diese Punkte. Und dann kann ich die jetzt nicht mehr nehmen. Dann geh doch wenigstens zur Schule, du Vollidiot, Alter. Ich hasse dich so sehr. Ich hoffe, du stirbst. So, 2er-Schülerin. Okay, das war's auch schon. Gib einen Namen für das neue Videospiel ein. 100 Babys. Das ist mein Lieblingsspiel. Oh ja. Er geht zur Schule. Zum Glück. Ich schwöre euch, wenn er nicht gegangen wäre.
Ich hätte ihn umgebracht. Also wirklich, ich hätte ihn eingesperrt in den Raum und hätte ihn getötet. Ehrlich, keine Lust drauf gehabt, dass es so verglitscht ist bei ihm. Ich meine, dass es jetzt um einen Tag verzögert ist, ist schon behindert genug, aber ja, wäre mir dann auch egal gewesen. Wir müssen auch bald mal unser Kind kriegen, weil Entbindung ist in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, wie cool! Einmal der Gummibärchen-Pfannkuchen. Die habe ich noch nie gesehen, dass das geht. Aber man kann die ja scheinbar machen, wenn man verspielt ist. Und ich finde die richtig cool. Ich habe das noch nie gehabt. I swear. Die sind nice. Einserschüler. Einserschüler. Jawoll. Guys. Aber ich bin jetzt schon sehr lange in der Aufnahme. Wir werden die jetzt altern lassen, aber ich werde den beiden dann ein Makeover geben, wenn sie dann... Also, offscreen einfach. Das heißt, ihr kriegt das Makeover an sich nicht mit, aber ihr seht ja, wie sie umgestylt sind letztendlich. Deswegen ist es ja relativ egal. Yay! So! Er ist auch nicht kokett. Und Strandleben als... wie heißt das nochmal? Bestreben heißt das, ne? So, und der Junge kommt jetzt nur ran. So, dann wünscht ihm mal was. Hallo? Er stinkt. Da sehe ich ihn auch, wenn man die Schule geschwänzt hat. Also ich meine, es ist ein Tag vorher gewesen, aber er... Natürlich stinkt er, wenn man die Schule schwänzt. Das funktioniert halt nur so. Und er ist Serienromantiker. Ich glaube, ich überlasse ihm dann die Brille auf, weil... Also zumindest eine Brille. Diese nicht, weil die ist jetzt nicht so hübsch, aber... Spiel so, du trägst eine Brille. Deswegen sage ich so, ja, okay. Nehme ich so hin. Gut, dann beende ich an dieser Stelle jetzt auch den Part, weil, wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder sehr, sehr lange aufgenommen. Und ja, es sind diesmal wieder sehr viele Dinge passiert. Es sind ein paar Kinder rausgezogen, einige Kinder sind gealtert und... Ja, ich bin ausgerastet. Same auf jeden Fall. Same zu meinen eigenen Taten. Gut, ich hab's auf jeden Fall drauf, Leute. Kann man nicht anders sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!